Ich spreche weiterhin mit Julia Bonk von der Partei Die Linke. Julia, wie sieht's aus? Gehst du gerne ins Kino? Schaust du dir gerne Literaturverfilmung an? Sehr gern. Oder lieber das Buch? Oder? Das kommt drauf an. Es gibt ja welche, da kann man sich gar nicht mit dem Film einverstanden erklären, weil man das Buch vorher so gerne und ganz anders gehabt hat. Und manchmal hatte ich aber auch schon den Eindruck, dass die Filme es fast besser getroffen haben als das Buch. Zum Beispiel die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, das finde ich ganz gut, dass man sich das innerhalb von 2 Stunden oder so angucken kann. Ja, wir sprechen jetzt ein bisschen über deine Lieblingsbücher, die du mitgebracht hast. Ich schnapp mir mal schnell hier eins. Das ist hier Was für ein schöner Sonntag. Ja. Worum geht's da? Also erst einmal, das ist von Jorge Semprún. Semprún. Ein Spanier. Mhm. Deswegen vermute ich, Jorge. Dass man Jorge. Semprún. Mhm. Und es ist eine Autobiografie und im Grunde eine politische Autobiografie, also eine politische Lebensgeschichte, aber literarisch wunderschön umgesetzt. Also Was für ein schöner Sonntag beschreibt im Grunde einen Sonntag im KZ Buchenwald, wo er als spanischer Kommunist über Frankreich hingekommen war. Und dann eben auch sein Alltag im KZ und wie sich eben auch sein Leben danach weiterentwickelt, nach dem Krieg. Also die Probleme, die Antifaschisten auch nach dem Krieg gehabt haben, im Untergrund zu arbeiten. Da gab es ja in Spanien noch Franco. Mhm. So, und dann arbeitet er eben im Untergrund für die Kommunistische Partei und hat auch eingebunden in den sowjetischen Apparat im Grunde und hat dann da wiederum aber auch ein Erlebnis in der Sowjetunion mit dem Machtapparat, also mit der Unfreiheit, oder sagen wir mal der Zentralisierung und der Unfreiheit der Parteiakteure, dass er damit bricht. Mhm. Und das sind einfach, also für mich ist es fast wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts in einem Leben erzählt und dabei aber eben hat er noch, also Anmerkungen an die Gespräche von Goethe und mit Eckermann mit reingenommen und also ein bisschen auch aphoristisch verarbeitet seine eigenen Erfahrungen. Also es ist ein richtiges, also ich fand, es war ein richtiges Kunstwerk, das ich sozusagen inhaltlich und von der Form her da mir eröffnet hat beim Lesen.